So, ja, meine Lieben, Maggie mit Arnold Schwarzenegger. Ja, ich krieg ja nichts mit, Leute. Also ich krieg ja nie mit, wenn irgendwie ein neuer Film erscheint oder so, außer ich sehe es bei den anderen YouTubern irgendwie. Und ja, hab eben heute im Internetcafé von diesem Film Notiz genommen. Und dachte mir als erstes, hä, Schwarzenegger im Zombie-Film, zunächst, also super, ja, und ja, habe ihn mir gleich mitgenommen. Und ja, also als allererstes, ja, es ist jetzt kein Zombie-Film und ja, kein Action-Film und auch kein Horror-Film, sondern es ist wirklich ein reines Drama. Ja, also es geht eben um ja, diese Maggie, und die ist so, weiß nicht, 16 vielleicht, also junges Mädchen, und ihr Vater ist eben der Schwarzenegger, und in dieser Kleinstadt, wo sie halt eben leben, ist so eine Seuche ausgebrochen. Also es geht jetzt nicht hervor, wie und warum. Und ja, die verwandeln sich halt dann in Zombies, sehr langsam aber. Also die Menschen, die da infiziert sind, ja, werden halt also nekrotisch, also die Sachen sterben ab und ja, bekommen halt so nekrotische Flecken überall. Und letztendlich, wenn sie da mutiert sind, fallen sie halt eben ja alles Mögliche an, Menschen, Tiere. Und diejenigen, die infiziert sind, die werden eben zur, ja, Quarantäne da ja, abgeschlossen. Aber man bekommt das als Zuschauer also nicht mit. Und ja, im Vordergrund steht halt eben diese Situation, dass ja, das Mädchen ist halt eben infiziert. Und der Vater von ihr ja, möchte halt nicht sie weggeben, weil er ist halt irgendwie Farmer oder so, und nimmt sie halt mit zu sich nach Hause, ja, um ja letztendlich sie, also er will sie dann lieber selber erschießen, halt dann, bevor sie da eben zu den anderen da reinkommt, und will ihr halt ja, das die letzten Wochen noch so schön wie möglich halt machen. Und da ist dann eben auch die Stiefmutter noch mit dabei. Und ja, also der Film geht 95 Minuten lang. Er ist extrem langatmig. Also sehr, sehr schleppend. Ich sag mal, es passiert wirklich die erste Stunde eigentlich überhaupt nichts. Dann kommt teilweise ein bisschen Spannung auf, so die Situation, ja, wo sie immer mehr und mehr mutiert, sage ich mal. Und ja, in dem Haus dann, wenn sie dann umhergeht und der Schwarzenegger halt schläft, und da kommen schon manchmal ein paar spannende Momente, sage ich mal, aber es ist wirklich ein reines Drama. Und der Film ist extremst ja, melodramatisch, kann man schon sagen. Also es ist wirklich ja sehr viel Geflänne drin, und ja, Dialoge teilweise auch sehr schleppend. Es passiert die ganze Zeit gar nichts, und ständig ja so diese ja subtile, traurige Musik. Es ist sehr tranig alles. Und dann kommt noch, war so von der Logik her was drin. Also wer den Film jetzt schon gesehen hat, vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Aber es ist, ja, kommt eine Szene drin vor. Also sie sind dann eben auf der Farm, und außerhalb in dem Wald tauchen halt auch so vereinzelt ein paar Zombies auf. Und ja, Schwarzenegger macht die kalt, aber man sieht's nicht. Also es ist halt bekannt, dass außerhalb auch irgendwie Zombies halt rumlaufen. Ja, und dann ja, kommt halt
die Situation so, dass die Maggie eben dann mit einer Freundin noch so einen letzten Abend verbringt, also ihr Freund, der auch infiziert ist. Ja, mit dem knutscht sie halt dann noch ein letztes Mal rum und so. Ja, aber da sind die Jugendlichen dann mitten irgendwo im Wald, sitzen da am Feuer nachts und zelten da. Also da dachte ich mir auch eigentlich völlig bescheuert. Also ohne Waffen und gar nichts, obwohl die ja eigentlich wissen müssten, dass es halt da gefährlich ist. Ja, also ich weiß nicht, ich kann den Film. Ich fand ja das Schauspiel vom Schwarzenegger fand ich hier wirklich gut und echt interessant, weil der hat sowas noch nie gespielt. Auch nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass der das so spielen kann. Es kam wirklich sehr gut rüber. Die Schauspieler sind alle gut, also man kauft es ab und ja, aber trotzdem, also ich habe den Film als extremst langatmig empfunden. Es ist ein reines Drama, gut, es ist, ja, ich schaue mir schon auch Drama an, aber ja, so Family-Ding, das ist einfach nicht so meins und weiß nicht, ich möchte den Film eigentlich nicht empfehlen. Ich gebe ihm 4 von 10 Punkten, also unter 5, weil ich ihn extremst langweilig fand. Ich fand die Kameraarbeit war nicht so gut. Teilweise sind die Aufnahmen zu nah dran und verstehe nicht, warum die Kamera teilweise unruhig ist. Keine Ahnung, aber ja, also war jetzt nicht so der Bringer. Also auf jeden Fall eine Warnung an alle, die jetzt meinen, es wäre jetzt ein Zombie-Film, wo der Arnie alle platt macht, was eigentlich ziemlich cool wäre. Ja, also ich kann als Fazit jetzt wirklich nur sagen, Schwarzenegger in so einer Rolle war für mich jetzt sehr interessant. Aber ja, konnte mich nicht überzeugen, dieser Film. Wie fandet ihr den? Und ja, bis bald. Gute Nacht, euer Knorrhahn Siegberts.